Hi-di-ho, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Risk of Rain. Ja, das Problem ist, ich habe leider beim Aufnehmen dieses Spiels oder dieses Lebens vergessen, quasi meine Stimme mit aufzunehmen. Ich habe da vergessen, auf OK zu drücken irgendwie oder beziehungsweise generell das zu starten, weil normalerweise nehme ich ja immer ein paar Sekunden im Vorfeld auf, um zu gucken, was oder beziehungsweise um hinterher die Stimmen-Sound-Anpassung zu machen, das Rauschen halt rauszuschneiden. Deshalb nehme ich hier meine Stimme im Nachhinein auf zu dem Gameplay, das ich ursprünglich aufgenommen habe, da ich möchte, dass das Leben so erhalten bleibt. Denn eins sei im Vorfeld verraten, diesen Charakter werde ich nicht nochmal spielen. Ja, ihr seht richtig, nachdem ich beim letzten Mal den Bandit ausprobiert habe, probiere ich mich diesmal dem Enforcer aus, habe ja zu Anfang, wie ihr gesehen habt, ouch, das tat weh. Kurz ein bisschen die Skills oder beziehungsweise seine Fähigkeiten ausprobiert. Hier hat man so ein dieses Wegstoßen, dann hat man diese komische, besonders starke Rakete, die auch noch eine Zeit lang danach Schaden anrichtet. Und einen besonders schweren Schuss, der so sein Dauerschuss ohne Cooldown ist. Und noch diese vierte Fähigkeit, die ich nicht wirklich benutzt habe. Vielleicht hätte ich sie benutzen sollen. Vielleicht versuche ich doch nochmal mit diesem Charakter es und benutze dabei diese Fähigkeit. Denn das ist so eine Art Shield Stand, sage ich jetzt mal. Ich glaube, die heißt sogar Shield Stand. Wir sehen es, wir kriegen ordentlich Schaden, wenn wir mal getroffen werden. Wir sind langsamer mit dem Enforcer als mit zum Beispiel dem Bandit oder dem Kommando. Wir springen nicht so hoch, wir sind schwer bepanzert und diese Panzerung, die hätte ich vielleicht benutzen sollen. Also generell mal benutzen sollen, die habe ich nämlich nicht wirklich hier benutzt. Bin hier von haufenweisen Gegnern zwar umzingelt, habe aber nie wirklich den Shield Stand benutzt, weil im Shield Stand kann man dann überhaupt nicht mehr springen. Also vorher kann man ja wenigstens noch ein bisschen springen. Im Shield Stand geht das überhaupt gar nicht mehr. Ise nixe, niente, nada, finito. Und uiuiui, die bösen Gegner um uns herum. Und das ist schon. Na gut, vielleicht gegen den einen oder anderen Boss ist das sogar eine sinnvolle Sache. Wie gesagt, ich habe sie nicht probiert. Ich hätte sie vielleicht mal probieren sollen. Was kriegen wir hier Schönes? Oh, der Boxing Glove mit der Möglichkeit, Gegner wegzuschlagen. Dann hier, weiß ich noch, hier habe ich nach dem Messer gegriffen. Das sah mir so schön aus. Hat eine Chance, dass halt Gegner hinterher Bleeding haben. Oder hatten wir diesen hinterher Schadenseffekt nur durch das Messer und gar nicht durch unsere Rakete? Verdammt, das weiß ich jetzt so gar nicht. Das fällt mir jetzt erst so auf. Im Spiel war mir das Ganze gar nicht so klar. Oh, der Monsterzahn macht, dass wir ein bisschen Heilung erfahren, nachdem wir ein Monster getötet haben. Oder einen Gegner getötet haben. Und hier haben wir auch schon nach gerade mal 3 Minuten das erste Portal erreicht. Ja, Mensch, das ist schön, das ist wunderbar, das funktioniert ganz gut. Mit dem Wanderen, oder Wanderer wollte ich ja sagen, Wandering Vagrant, mit der riesigen Glubschkugel. Wie ich sie auch mal liebevoll nennen möchte. Naja, liebevoll ist relativ, aber gut. Wir hauen ordentlich rein. Also vom Schaden kann man nicht meckern bei dem Enforcer. Ich meine, dies ist auch so ein bisschen sein Job. Ordentlich Schaden anrichten, ne? Wenn wir hier mal sehen, in wenigen Schüssen haben wir dem Wandering Vagrant schon fast die Hälfte seiner Lebenspunkte abgezogen. Das muss erstmal der Kommando oder der Bandit nachmachen oder beziehungsweise ebenfalls erzielen. Ja, ich knarze ein wenig auf meinem Knarzestuhl, da ich mich das bequemer hinsetzen muss. Das ist, der ist mir leider auch jetzt letztens gebrochen an der Lehne. Ich glaube, es wird mal Zeit für einen neuen Stuhl. Einen schicken, schönen, ordentlichen Stuhl. Problem ist nur, dass ich dann wieder haufenweise Kohle in die Hand nehme. Kohle, die ich mir eigentlich für ein Standmikro nehmen wollte. So ordentlich von Rode, sowas richtig, richtig Bombe Geiles. Aber gut, muss ich mir mal nochmal durch den Kopf gehen lassen. So, der Venerine Vagrant ist inzwischen fast down. Down und kommt der Finale. Jawohl, da war der finale Schuss. Aua, es hat aber auch nochmal zurückgehauen. Und wie. Oh, Will O' the Wisp eine Chance, dass Gegner explodieren, wenn wir sie töten. Ho, 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 ho.
Boah, dies sieht doch oder ist doch ganz vielversprechend. So ein bisschen schön aus der Distanz, ein bisschen aus der Sicherheit die Gegner wegballern, dann hoch springen, hopf, hüpf. Der Hopf vor allem. Hopf, Hopfen und Malz. Er ist Hopfen und Malz verloren. Ja, das auch. Nee, gerade hier in so einer Sprungeinlage ist das natürlich. Ja, da habe ich ordentlich den Sprung vermasselt, ordentlich Schaden einkassiert. Zum Frust wird erstmal nur getötet. Frust abbauen durch Mord an der Flora und Fauna dieses Planeten. So haben es auch die alten Spanier gemacht, als sie in Amerika eingewandert sind. Und so machen es die Amerikaner heute, wenn sie irgendwo anders einwandern. Tada. Ja, gut, America-Bashing gibt es später wieder. Hüpf, hüpf. Das Hüpfen ist, oder beziehungsweise selbst so kleine Abgründe drüber zu hüpfen, macht mit diesem Charakter nicht sonderlich Spaß, weil der wirklich schlecht hüpft und man da doch bisweilen schon ein klein bisschen gefrustet ist. Ich habe auch übrigens hier noch mal ein bisschen an den Einstellungen rumprobiert und rumgebastelt. Ich habe die Grafik zum Beispiel auf Mittel nur gestellt, statt mal High. Ich wollte wissen, ob der PC vielleicht davon überlastet war, dass die Grafik auf High stand. Ich meine, es ist eine Billiggrafik, aber so absurd das klingen mag, vielleicht war das hier Verursacher und so. Und falls es vielleicht ebenfalls aufgefallen ist, ich habe die Schadensanzeige weggemacht. Also wenn wir jetzt Gegner irgendwie hitten, dann sehen wir nur an ihrem Balken, wie viel Schaden wir angerichtet haben. Wir haben keine Damage-Zahlen. Auch hier dachte ich, wir haben ja teilweise, oh, gerade mit dem Bandit, wenn ich überlege, oder. Ja, so viel zu meiner Hoffnung. Da gab es doch einen kleinen Hickser wieder. Hat also vielleicht nicht allein mit dem. Mit der Schadensanzeige zu. Mark. Zu tun. Guardians Heart haben wir dazu gekriegt, dieses Schild zum Schild, also neben dem Schild, das wir sowieso mit uns rumschleppen, 10 Tonnen schwer, haben wir jetzt noch ein. Huch, das war ein guter Sprung. Haben wir nun auch noch ein Schild, das uns vor Schaden bewahrt. Das ist immer gut. Oh, Rusty Jetpack, das ist gut. Ich meine, wir hüpfen so schlecht hier, dass wir ein bisschen extra Sprungkraft und weniger Gravity durchaus gebrauchen können. So, und zu Anfang hatten wir ja diese eine Stelle, wo diese riesige Hüpf-Sprungeinlage war. Zu der begebe ich mich jetzt nochmal. Beziehungsweise wollte ich mich damals begeben. Ich kommentiere das ja nach. Das heißt. Oh, ach ja. Hier komme ich nicht hoch. Das heißt, ich muss mir mal einen anderen Weg nach oben suchen. Vielleicht da an diesem Speed-Hüpf-Dingenskirchen. Naja, schauen wir gleich mal. Wo war ich? Ah ja, der Hickser ist also nicht durch die Schadensanzeige ausgelöst worden, aber ich hatte es gehofft, dass das vielleicht was hilft, weil. Juhu! Hoch! Ich habe ja teilweise echt mit dem Bandit den ganzen Bildschirm mit Damage-Zahlen geflutet. Das war wirklich nicht mehr feierlich. Und aus diesem Grund dachte ich, naja, vielleicht hilft es ja was. Huh, der war knapp. Vielleicht hilft es ja. Ach, Mist, ich hatte nicht genug Kohle dafür. Okay, auf zum nächsten Level. Haben wir schön Zeit verschwendet. Wird also gleich schon auf easy. Nur noch. Geht gleich schon auf easy statt very easy. Da habe ich den ganzen Bildschirm mit Damage-Zahlen geflutet und dachte, dass. Ey, da muss ja der PC irgendwann und an Gegnern. Der muss da ja überlastet sein, obwohl das ein extra geiler Gaming-PC ist. Und ich meine, Herrgott nochmal, ich spiele hier drauf. Diablo 3 mit den besten Einstellungen, flüssig, ohne Hickser. Und Risk of Rain, dieses Pixel-Ding. Oh, da haben wir jetzt mal den neuen Skill kurz ausprobiert, dieses Shield Stand. Wir sind jetzt so lange im Shield Stand, bis wir wieder aus dem Shield Stand rausgehen. Man sieht's. Wir versuchen zu springen, ist aber nicht. Springen ist passé in der Zeit. Oh, da ist eine. Da ist was, das ist was. Sammeln wir es mal ein. Und da oben sind schon die ersten Gegner. Okay. Hallöchen, wir sind der neue Nachbar und wir wollen uns ein bisschen hier durch die Gegend schießen und schauen und so.
wo man denn hier eine Bude hinpflanzen könnte. Ach, der Mond, der sieht aber heute aber wieder schee aus, oder? Ja, das sind mir gerade ein paar zu viele. Es ist, sind mir hier gerade ein, zwei Nachbar zu viele. Ja. Ja gut, und der ganze... Also, wie gesagt, wir machen hier Diablo 3, spiele ich auf Super Bomben, Geilo, Matico einstellen. Bum, au, 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 au. Oh, da war die Detonation, die war gar nicht mal so schlecht, ne? Die hat da schon dem Gegner wehgetan. Ja. Heilen außerhalb des Kampfes verbessert. Was ihr gerade gesehen habt, war so eine Art Bashing. Wir können halt Gegner so wegschleudern. Ist halt ganz gut, wenn man die irgendwo runterhauen möchte. Beziehungsweise die einem im Weg sind. Große Titanen. Ne, die Titanen, die sind eigentlich woanders. Wenn man die irgendwo runter... Oh, da ist das Portal. Oh, okay. Das hat noch gereicht, dass wir draufklicken... Mist, da kommen wir nicht hoch. Draufklicken können. Ohne... Na? Magnum. Dass wir draufklicken konnten, ohne Gefahr zu laufen, quasi uns hoch zu katapultieren. Bleib mir fern. Okay, hier auf der Plattform können wir vielleicht ein bisschen. Und. Boah, das war eine. Ohohoho. Unsere Rakete hat ja ordentlich Schmackes angerichtet. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt. Ich glaube, das waren locker 1000 Schadenspunkte oder so nicht. Uiuiuiui. Das, hui, hat ordentlich und Wumms, das Ding hier, ne, und so, jetzt sollten wir aber erstmal ein bisschen was wegen unseren HP schauen, das, ist nicht unbedingt schee, naja gut, vielleicht 1000 nicht, aber so ein paar hunderter Schaden haben wir schon angerichtet, da, ja, hehe, runtergeschubst, genau das wollte ich vorhin sagen, dafür ist das Ding nämlich ganz gut geeignet, irgendwelche Gegner irgendwo runterzuschubsen, wenn es einfach zu viele sind, dass man die sich ein bisschen auseinanderknüppelt. Ah, da sollten wir vielleicht nicht im Wurmfeuer stehen. Macht nicht unbedingt Spaß. Der ist aber auch gleich hinüber, wenn wir jetzt hier mal... Bin ich denn des Wahnsinns? Warum bin ich denn da überhaupt stehen geblieben? Ja, Leute, bleibt mir fort. Bleibt mir fort. Nee, nee, nee. Kusch, kusch. 9 HP, ach komm, das ist doch jetzt nicht mehr. Also, komm, die hätten jetzt auch noch weggehen können. Haben wir nicht den Wandering Vagrant auch mit 9 HP übrig gemacht? Ja, da ist er weg. Da ist er weg und da können die auch jetzt mal abhauen. Oh ja, mehr Money. Das, sowas kann ich sowieso immer gut gebrauchen. Vor allem, weil. Oh, das reicht aber nicht für die dicke Truhe. Weil, wie wir sehen. Money braucht man immer für die ganzen Upgrades. Und jetzt schmeißen wir uns mal in die Mo. Nein! Jetzt in der Aufnahme und beim Nachkommentieren ist mir auch klar, was passiert ist. Damals, was heißt damals? Eben als ich aufgenommen habe, war mir das Ganze nicht so klar. Ich hing in dem Seil. Ich bin runtergesprungen und direkt auf dieses Teil zum Runterklettern gekommen. Wollte attackieren, konnte nicht attackieren und habe deshalb fett was auf die Fresse gekriegt. Autsch. Und warum taucht hier nur der Kommando und der Enforcer auf? Warum ist unser Spielstand von dem, von den zwei Kommandos, die wir gespielt haben, dann habe ich privat ja auch noch zweimal mit dem Kommando gespielt und vom Bandit weg? Ich meine, warum speichert das Spiel den Kram nicht? Das ist doch, ja, naja. Oh, die erste Stage unter 5 Minuten schaffen. Die hätten wir jetzt mit dem Enforcer sogar fast hingekriegt. Lauter Challenges. Ich meine, viele davon... ich weiß nicht, wie ich die schaffen soll. Also, Teleporter-Timer mit 0 Enemies on the Map. Da muss ich richtig mal Flitze-Kacke geben. Flink-Kacki? Nee, was wollte ich ursprünglich? Irgendwas mit Flink. Aber ich wollte irgendeinen Gag mit Flink machen, aber keine Ahnung. Da blockt 2000 Schaden mit dem Shield. Deshalb überlege ich, ob ich den vielleicht nochmal spielen soll, wegen diesem Achievement. Und weil wir das Shield nie so richtig benutzt haben. Auch hier zum Beispiel Stay in Shield Mode for 5 Minutes Straight in Combat. Auch das wäre eine Sache, die durchaus mit dem Enforcer schaffbar wäre. Vielleicht greife ich nochmal dazu. Naja gut, unsere Zeit ist gleich um. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt auch Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt.
Ich sag da mal, Cheerio, the king has left the building.